Da haben wir das gute Stück. Wieder ein Transformator und noch einen von 1000 Pfund. Diesmal von Bakersfield nach Stockton, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, da kann man auch direkt mal die Kirchenglocken hören. Oder was auch immer das war. Dann wollen wir mal einfach loslegen. Also wir haben 233 Meilen vor uns. Geht prinzipiell gesehen eigentlich nur gerade die Interstate hoch. Von daher passt das. Warte mal. Ein Stückchen haben wir ja doch auf den Rip. Den ist ja warten. Passt. Ach, ist ja schon hier am Ikea vorbei. Ich habe das Gefühl, dass wir hier eigentlich langsamer fahren sollten. Das ist ja eigentlich das begrenzt auf 30 Miles per Hour. Aber ist dann halt so. Ist dann halt so. Wir sitzen in einem, ich weiß schon nicht mehr, Canvas W900. Vergessen, was da noch drauf stand. Okay, ich hätte vielleicht nicht fahren sollen. Wir haben doch schon ein bisschen mehr, was hinter uns ranhängt. Aber jetzt ist auch schon wieder. Jetzt ist auch schon wieder zu spät. Was das betrifft. Das ist immer nicht Platz machen, das ist schon wieder ein bisschen nervig. Dann brauchen wir 55 Miles Power bzw. 60 Miles Power und dann können wir auch ganz gemütlich nach Stockton fahren. Diesmal habe ich nicht das Problem, dass ich darauf achten muss, dass ich nicht diese dämliche Abfahrt nehme und dann wieder durchs Dorf fahre bzw. durch die Stadt. Mal gucken, ich habe mal Jan geschrieben. Morgen noch mal weiter aufnehmen, die letzten weiteren vier Folgen. Mal gucken, wir haben morgen Zeit, dann nehmen wir die Gesellschaft leisten. Ich habe was einfach mal nur die eine Folge, oder nehmen wir jetzt gerade nur die eine Folge auf, damit die, okay, morgen rauskommen kann. Da hat jemand einen Breakdown. Oh Gott. Bugs. So was gibt es. Krass. Ist ja schon ewig, wenn ich einen Grafikbug gehabt habe. Da habe ich mich kurz verschluckt. Meilen. Wir haben 28.500 bekommen, eigentlich für den Auftrag bekommen 7.500 oder 7.25.000, ein bisschen mehr. Hui, das dauert noch ein bisschen, bis wir einen LKW haben hier. Schon schön durchzufahren, auch Mensch, das ist wieder schön. Schön, dass davon auch ein bisschen langsamer zugange ist. Ich finde den Fotomodus finde ich gut. Irgendwie sollten mehr Spieler so eine Art haben. Und mit so einer Art meine ich halt, dass man halt so gesehen, wenn man ein Foto machen möchte, dass man halt dann irgendwie, dass man halt mit per Klick dann halt
Obwohl, ja, gut, na, komm aus dem Spiel an, ne? Was? Ja, okay. Habe ich verstanden. Jetzt komme ich natürlich wieder raus, ne? Hoppla. Da ging es dann plötzlich doch ziemlich schnell runter. Cable, okay. Da sind wir fast aus Staueln drauf gerast. Aber gucken wir mal ausweichen zum Glück. Oh Gott. Lauf nicht ran. Von hinten nichts mehr kommt, das ist auch wieder Wahnsinn. Scheinbar geflickt. Wo soll man hin, die von den Transformator? Bei Plaster and Sons. Oh Gott. Ich befürchte Schlimmes, was den Abladeort betrifft. Sondern die Ablade, den Abladeplatz so gesehen. Oder Punkt, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Komm schon. Ja, man merkt schon, dass wir jetzt auch nicht, was wir da hinten haben, was wir ziehen. Unmöglichkeit Fahrenheit. Ist draußen. Waren jetzt wie viele Meilen? Knapp 100 Meilen, okay. Krass. Es geht ja ratzfatz von der Zeit her, das passt dann ja sogar. Ich kriege das vielleicht sogar noch heute bearbeitet, das Video. Mal gucken. Alter, holy shit. Auch immer das jetzt war. Das hat die Festplatte gerade kurz in Grün gebracht. Okay. Eieieiei. Ich hoffe, das weiß ich jetzt nicht nochmal. Aber so durchs Umsteigen jetzt auf oder das geplante oder ja, geplant war es ja nicht unbedingt, aber durch das zwangsweise geplante Umsteigen von Vegas auf Dope muss ich auch wieder so ein bisschen was an der Zeiteinteilung einfalschen, Zeiteinteilung umändern, so bei der Zeitplanung, so dass ich das Video 2 Tage bevor es veröffentlicht werden wird spätestens vorbereite, um es dann einen Tag vorher spätestens bearbeiten zu können. Aber da denke ich mal, wenn der Umstieg komplett ist, dann wird es auch simpler werden wieder.
Dann will ich einfach alles in einem machen und dann das Ganze ein bisschen durchprügeln über Nacht, dann passt das schon, dann kann man das auch von mir aus 12 Stunden sich vorbereiten. Ich muss schon sagen, wie von den Fahrzeugen her, Mensch, sieht einfach schön aus. Also ich habe das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren, sag ich mal, doch schon ordentlich verändert. Sieht alles irgendwie anders aus. Vielleicht täuscht das aber auch, weil ich einfach zu wenig gefahren bin. Aber es sieht halt alles irgendwie so ein bisschen runder aus. Bisschen feiner. Auf jeden Fall sind Speedbuilds mit Premiere einfacher zu machen. Da habe ich schon gesehen. Also die KI schert halt doch schon ziemlich dicht ein. Also das finde ich schon ein bisschen interessant. Also halt Gefühl viel zu früh. So jetzt könnte der einscheren, dann würde das passen. Also vom Bremsweg her mehr oder weniger gut ausweichen muss ich zwar immer noch, aber dieses komplett dichte, was der jetzt gerade macht, ist halt schon dicht. Mittlerweile sind 86 Grad Fahrenheit, okay. Also zum Beispiel ein okayer Abstand. Hm? Okay, ist natürlich auch wenig perfekt, aber. Aber ja. Ja, gespannt, wie viele Folgen wir brauchen werden. Tempomaten sind schon nice, macht schon Spaß damit. Vereinfacht das Ganze. Man macht es noch entspannter. Immer noch bei der geradeaus. Wir sind ja schon fast da. Mensch, das ist mir richtig fix. Auf alle Fälle fixer als auf der großen Karte. Oder Riesenkarte, je nachdem. Ich glaube, Riesenkarte bezeichnet das, glaube ich, besser. Staut sich langsam jetzt auch wieder ein bisschen. Und zumindest sieht es ein bisschen dichter aus da vorne. Also bereiten muss man vor, abzufahren.
ich bin echt gespannt, also wie lange wir brauchen, um so eine Art Rotation reinzubekommen mit den Trucks. Ist halt die Frage, ob man das schon am Anfang macht oder nicht. Oder ob man erstmal den ersten Truck weitestgehend aufpimpt und dann eine Garage voll ausbaut und mit Fahrern und Fahrzeugen bestückt und danach erst sich darauf fokussiert. Ich glaube, das macht fast mehr Sinn. Dann fahren wir noch nicht hier drüber auf die andere Seite. Ach Mensch, nach der Kurve. Hey. Bin ich mal gespannt, wie das klappt. Okay, das Gute ist, kommt man jetzt mal von hinten auf unserer linken Spur, das heißt, wir können schön gemütlich rüber. Ich muss schon sagen, auch die Anfangsschalter kann man es ja schon so bezeichnen. Die mit seit dem ersten Tag dabei waren, die sind immer noch sehr schön anzusehen und durchzufahren. Hier rein, ah ne, rechts, nur meint. Ja, wo müssen wir jetzt gleich hin? Geradeaus, glaube ich, oder? Ja, sieht so aus. Dann ist der Abwehrschwert zumindest sehr nett. Sehr großzügig. Das ist ja schon mal etwas. So, eine weitere Fracht erfolgreich abgeliefert. Transformator von Bakersfield aus Stockton geliefert, gefahren der Strecke 233 Meilen, 5 Stunden haben gebraucht, ja, 49 Gallen verbraucht, bekommen dafür 7400 und 400 Erfahrungspunkte.